Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün, dem Ultimate Fangame mit dem ziemlich krassen Humor. Und wir sind jetzt hier in der Siegesstraße. Es wird Zeit, dass wir hier abschließen, aber erstmal eine kleine Einführung, was denn offscreen zu diesem Part hin alles passiert ist. Ich habe Geld gesammelt, das sieht man jetzt nicht ganz einfach aus dem Grund, weil ich habe es schon wieder ausgegeben. Ich habe ja mich mit Hypertränken und Belebern eingedeckt und auch noch zusätzlich eigentlich, weil ich... Hä? Habe ich nicht Supertränke gekauft? Nee, wohl nicht. Gut, das wird leicht nachgeholt. Oh, oh. Ach, blödes Golbat. Und was dann ebenfalls noch geschehen ist, ihr seht, die Level haben sich verändert, ja. Jedes Pokémon ist 35 und die drei Entwickler sind sogar kurz vor der 36. Ja, das habe ich so arrangiert, denn ihr werdet eigentlich mit drei Entwicklungen auf einmal überhäuft. So, heilen brauche ich nicht, aber ich will ein paar Supertränke kaufen. Man, halt hier, ist doch egal. So, kaufen, Supertränke. Ja, naja. Und wir machen mal 11, dann haben wir nämlich 15 Stück, das frisst kein Brot. Noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ich würde ja gerne Schutz mitnehmen oder so für die Höhle, ich weiß nicht. Die schienen nicht gerade klein zu sein. Ja doch, die letzten 4 Stück gebe ich jetzt noch aus. Jetzt bin ich pleite. Jetzt bin ich so pleite, dass ich wirklich die Liga jetzt schaffen muss, weil... Naja, halt so, weil halt Baum. Ich habe mir schon angeguckt, was das hier für ein Rätsel ist, aber als erstes erstmal die drei Entwicklungen. Oh yeah. Ich fange mal mit dem coolsten, mit Lutexo einfach an. So, mal gucken, wie habe ich das mit dem Schieberätsel gemacht? Ich habe nämlich schon offscreen da geguckt, wie man das nur machen könnte am besten. Das schien nämlich gar nicht so einfach zu sein. Also habe ich ein bisschen geguckt. Schlitzer, Kratz. Oh, kritisch, down. Okay. Hätte ja klappen können. So, jetzt aber noch das hier und das müsste dann reichen. Und dann Level 36. Oh yeah. Glutexo entwickelt sich, cool. Gleich Triple-Entwicklungs-Action. Oh, was zum... Das ist ein Witz, oder? Das ist ein ganz dummer Witz, oder? Was zum Geier. Dein Glutexo wurde zu Glurak. Glurak versucht, Flügelschlag zu erlernen. Früher als Tauboga. Schande über dich. Ich glaube, die Drachenwut bringt mir inzwischen jetzt nicht mehr so viel. Und sie ist auch nur 10-mal einsetzbar. Ich werde mal die Drachenwut dafür wegpacken, echt. Wie sieht das denn bitte aus? Das ist das weibliche Pokémon aus dem komischen Park, aus der Serie, das kennt ihr vielleicht. Das ist ja krass. Wer ist denn da auf die Idee gekommen? Aber okay, wir haben genug Spezi-Angriff jetzt und eine Menge Speed. Glurak ist deutlich stärker geworden. Ich würde sagen, der nächste gleich mal Tauboga. Den haben wir ja schon lange versucht, auf einen Tauboga, auf einen Taubos zu trimmen. Aber irgendwie, naja, naja, haben wir uns ein bisschen blöd angestellt. Also ich mich jedenfalls. So, dann hier unten lang. Ach gut, da ist gleich der nächste, den ich umlegen muss, um eine Entwicklung zu sehen. Und hoffe mal fliegen. Ja doch. Zieht mittlerweile ganz gut rein. Er ist jetzt ein paar Level stärker. Trifft gefälligst. Na ja doch. Ohne Damage zu nehmen, Level 36. Und Tauboga entwickelt sich jetzt ebenfalls. Dum, 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 dum. Boah, das sieht ja geil aus. Dum, 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 dum. Cool. Damit ist es vielleicht endlich mal ein wenig stärker und kann mal so ein bisschen mehr Damage raushauen. Cool, ein Tauboss. Coole Sache. Ja, das sieht auch halbwegs ganz nice aus. Also ist zwar jetzt nicht so die Bombe, aber naja, ist ein Flug-Pokémon halt. Und gegen Pflanzen-Pokémon können wir es ganz gut einsetzen. Und nun noch Maikes Starter, der wird auch endlich fällig sein zum Entwickeln. Wie aktiviere ich den hier unten? Scheiße. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich hätte das anders machen müssen. Scheiße. Voll der Kackmist. Ich hoffe mal, das reicht jetzt so, um sich zu entwickeln. Sonst, naja, doof. Pfeilbaum, was ist die neueste, tollste Begründung immer irgendwie? Pfeilbaum, ich weiß nicht, wo hab ich denn das her? Was habe ich letztens in irgendeinem Video gehört? So, jetzt aber richtig hier. So, und jetzt nehme ich so einmal den hier schieben. Ja, stärker einsetzen, danke. Swooden. So, dann kann man den direkt runterschieben und gleich in den Schalter da unten reinpacken. Auf jedem Schalter muss nämlich ein Stein liegen. Das ist ziemlich mies. Erfordert so ein bisschen Denkaufgabe. Nicht gerade einfach. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ich hab... Boah, stand da gerade 1100 Damage? Oh, Schädelwumme, geil. Oh, 100 Stärke. Das ist aber awesome. Also mir juckt es hier an den Finger, einen Nassschweif wegzumachen, weil Surfer ist eigentlich genauso gut. Oder sogar noch ein Stück stärker. Ist genauer und stärker. Stärke brauche ich zum Schieben und bis es gut gegen Psycho-Pokémon. Ich komme, ich mach mal den Nassschwert weg.
Und jetzt entwickelt sich Shelock noch obendrein. Cool. Dum, dum, dum. Cool, dann haben wir gleich einen Totok, was mit Schädel, wo man richtig losbashen kann. Das finde ich cool. Dum, dum, dum. Glückwunsch, dein Shelock wurde zu Totok. Cool. Das sieht auch geil aus. Coole Spites, muss man ja sagen. Yeah, very nice. Ziemlich hohe Verteidigungswerte, leider nicht so viel Angriff. Aber kann ich so beim Wechseln. Ist natürlich jetzt scheiße, dass wir Schädelwumme und Stärke gleichzeitig haben, aber naja. Ist verkraftbar. Alles verkraftbar. Dum, dum, dum. So, gleich mal gucken, was unser Totok mit Surfer jetzt ausrichtet. Das Busch und 571 Damage. Ist das Evil Knievel. So, den da reinschieben, dann kann ich... Wartet mal. Ich muss mich erstmal umgucken. Ich schiebe immer noch gar nicht. Ich guck mich erstmal um. Ich hab's schon, also ich hab's so weit gemacht, dass ich sagen kann, gut, das dürfte reichen. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und warum habe ich Totok immer noch oben? Knuspa, knuspa, knuspa. Ja, beiß mal ein bisschen an der Fledermaus rum. So, der. Mann, ey, zwei Schritte, weißt du, das kann doch wohl nicht. Surfermans, push down. Alle Pokémon sind jetzt voll entwickelt. Ich glaube, Schneepika entwickelt sich hier irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Reitschuh gibt. Wenn man jetzt so ein bisschen in den Schnee reinmacht, kann man ja einen Gleitschuh draus machen. Aber das war gerade ein bisschen billig. Ich würde mal sagen, ich packe mal dieser Flor noch rum. Man kann ja noch ein bisschen leveln. Das ist auch 36 und so. So, was, also das muss ich hier schieben, denke ich. Da oben noch ein Dehnschalter? Ah, scheiße. Blöde Mistikacke, Alter. Rasierblatt, Mann. Zap, down. Oh, kritisch und trotzdem nur 250 Damage. Das ist ja nicht so viel. So, wo geht's denn hier umlang? Hallo. Also, Dinge hochschieben auf jeden Fall. Boah, ja, ist klar. Meine, ich liebe gleich den Supernschutz. Na, weil, da fährt's eigentlich mit. Wäre eine gute Idee, mal da ein bisschen einzugreifen in die Natur. Nein, Pokémon gibt's gerade nicht. Aus. Und so. So. Dann ist da noch ein Schalter. Wenn ich jetzt den schiebe, kann ich den schieben und den schieben und den schieben und dann... Oh, Faktendreck. Mann, jetzt nehme ich erstmal einen Superschutz danach. Bevor ich mich jetzt hier noch weiter umgucke und überlege, wie mache ich das jetzt am besten. Dum, dum. So, very effective. Down, Mann. Dum. So, Beutel. Wo haben wir denn die... Ach, komm, wir nehmen erstmal die kleinen Schutzdinger. So, hier unten kann ich ihm auch noch schieben. Oh, das ist ein Item. Cool. Das habe ich mit Absicht nicht eingesammelt, damit ihr es jetzt sehen könnt, was es ist. Und zwar ein Top-Trank. Na gut. Ich glaube nicht, dass die Top-Tränke hier wirklich sehr nützlich sind. Wo geht's denn hier nochmal hin? Ach so, ja, das sieht auch geil aus. Guckt euch das an. Hä? Das ist doch voll unlogisch. Da kommt man doch gar nicht lang. Na gut. Spielt keine Rolle. So, hier habe ich was hingeschoben. Nee, habe ich noch nichts hingeschoben. Also mache ich so. Und dann... Ein bisschen Schiebe-Action muss sein. Oh, jetzt leckt's hier erstmal. Was ist das denn? Ah, jetzt geht's wieder. So, und den Stein. Oh, Schütz wirkt nicht mehr, das muss mir gleich mal beheben. Ach komm, ich nehme mal die Top-Tränke, Top-Schütz-Dinger, na, ihr wisst schon. Die halten einfach länger. Ich habe jetzt keinen Bock hier ewig mich rumzuklamüsern mit den Dingern hier. Wir kommen der Liga immer näher zu Pokémon Feuergrüns Ende. So, muss ich den Stein da oben jetzt nach rechts schieben irgendwie? Ist da noch ein Schalter? Ja. Gut. Ich finde scheiße, dass das Team Shockert-Mitglied, wenn man dann erstmal die Klamotten hat, nicht mehr laufen kann. Also die Turbo-Treter dürfen wir nicht mehr nutzen, das finde ich unfair. So, noch einmal ein letztes Mal schieben. Das gut. Und 2, 1 und 0. Ja. Yeah. So, und was nun? Schön, jetzt habe ich überall die Steine hingeschoben. Und jetzt? Ah, super. Das ist ja auch mal awesome. Und raus. Cool. So, hier müsste es jetzt weitergehen, nämlich man, ab hier weiß ich wieder gar nichts mehr. Oh Gott, noch mehr Schieberätsel. Oh, scheiße. Ah, gefickt ins Knie, das kann doch mal die Wahrheit sein. Gut, wenn ich das schiebe, bringt mir das nichts, und wenn ich das schiebe, bringt mir das auch nichts. Da komme ich nicht weiter. Oh. Hä, wie soll man da wieder rankommen? Hä, das geht doch gar nicht. Hä? Also, wenn ich jetzt den Stein hochschiebe und den nach links schiebe, dann bleibt er beim Item hängen und ich komme nicht durch. Das ist doof, das funktioniert nicht. Das funktioniert doch im Allgemeinen nicht. Ist das irgendwie fail? Aber ziemlich fail, echt ohne Witz. Vielleicht fallen wir irgendwie von oben runter. Das ist das Einzige, was ich mir gerade denken könnte. Hilfe, wo laufe ich hin? Scheiße. Deswegen habe ich gerade keinen Stich in der Hose. Also, naja, ihr wisst schon, was ich meine.
So, wenn ich den da schiebe, komme ich... Oh, scheiß Schutzdinger, ey. Kann man nicht die Items sortieren? Ich frage mich, ob das irgendwie geht. Aber bisher ist mir noch nichts Schlaues eingefallen, wie man die Items hier irgendwie wechselt. So, jetzt hätten wir das freigelegt. Da kamen wir her. Wo geht's hier unten hin? Huhu! Schon wieder so ein blöder... Oh, ein Item, gut. Topschutz, ah, schön. Heißt wieder 250 Schritte, ohne nervige Unterbrechung. Ich wünschte bloß, ich könnte die Turbo-Treter benutzen, dann wäre es nämlich ein bisschen flotter hier alles. Oh, natürlich scheiße, dass man da jetzt nicht an die Items rankommt. Naja, kann ich auch nicht ändern. Bringt mir gerade gar nichts, die Suppe. Oh, den kann ich wegschieben. Das bringt mir auch nichts, wenn ich das jetzt schiebe, komme ich trotzdem nicht weiter. Ist doch voll blöd. Was für ein Fail. Dum, dum, dum. So, oh, ein Item. Boah, was denn hier für Schieberätsel, Alter. Also den erstmal aus dem Weg. Zack. Ich glaube, ich hab's raus. Zack, 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 zack. So, dann jetzt zack, zack und dann hier runter und schon ist man durch. Haha, super. Ein neues Item. Und zwar den Hyperball, den wir gar nicht mehr brauchen, weil man fängt ja grundsätzlich keine Pokémon hier mehr. Das ist ein bisschen seltsam, aber gut. Schlag ich mich nicht drum. So, die Position hier. Oh, oh. Ihr werdet niemals das pinke da... Grünste... Was? Sag mal, wovon redet der komische Typ? Keine Ahnung, aber sein Gardas hätte ich gerne mal. Sieht bestimmt richtig männlich... Glaube ich nicht. Tut nicht so scheinheilig. Ich weiß genau, was ihr da in eurem Labor erschaffen habt. Ich werde dieses Gardas vor euch finden. Hey, du Spinner. Hey, Neuling, du solltest diesen Typen besser aufhalten. Er hat zwar keine Ahnung, was für ein Pokémon wir hier suchen, aber er könnte noch gefährlich werden. Nicht, dass er am Ende das Buchstaben-Pokémon vor uns findet. Der werde ich mich hüten. Ich will jetzt erstmal gucken, bringt mir die Perspektive hier gerade mehr? Mal sehen. Oh, Schulz wirkt nicht mehr. Verfickte Kacke. Also, so wie es aussieht, scheint man uns doch noch nicht so schnell in die Liga zu lassen. Ich dachte, ich kann ja schon mal gucken, weil ich habe so die Befürchtung, dass die Liga so Richtung 40 geht irgendwie. Nee. Nee, von hier aus komme ich auch nicht ran, das bringt nichts. Das ist alles Mist. Nee. Aber warum komme ich nicht an diese Items ran? Mach ich wieder irgendwas falsch? Ich kenne mich doch. Ja, könnte gefährlich werden, soll das natürlich besser aufhalten. Na gut, hinterher. So, wo sind wir jetzt hier? Schon wieder. Ey, was ist denn das für ein Labyrinth? Der kriegt die Krise! Hypertrank. Top Genesung, super. Kann nie falsch sein, ein paar Heilungs-Items mitzunehmen. Also. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ich würde ja einfach mal sagen, so. 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 Und dann so und so. Und dann ist man hier durch und dann. Ja, so, so. Nee, doch nicht. Wartet mal. Wartet mal, jetzt muss ich überlegen. So und so, so, so. Ha, super. Gefickt, aber voll ins Knie. Da, 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 da. Ach man, ich frag mich, ey, wo führen die ganzen Eingänge hier hin? Oh, oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wo laufe ich hier hin? Wo laufe ich hier hin? Das sieht so... Oh mein Gott, Siegfried. Will er gegen uns kämpfen? Werden wir uns mit dem Drachen-Arena-Typi battlen? Dann denke ich, wird Zeit für Eis-Pokémon. Uff, ich kann nicht mehr, diese Treppen sind einfach zu viel für mich. Was heißt, du gibst auf? Nein, ich mache nur eine Pause, trotzdem werde ich das gerade euch vorausfinden. Weißt du ja nicht, bin ich gar nicht bei Team Chocolate. Ich bin selber auf der Suche nach diesem Pokémon. Dazu benötige ich halt die Mitgliedschaft, um die Siegestraße betreten zu können. Ah, na dann lass uns Team Chocolate doch gemeinsam aufhalten. Klar, nichts wie los. Jetzt kann auf einmal laufen, na klar. Crazy. Wo geht's hier hin? Oh mein Gott. Da ist es. Was ist das? Unser Buchstaben-Pokémon, aber irgendwie ist das jetzt komplett außer Kontrolle geraten. Ihr wolltet doch gar kein pinkes Gar... Ihr wolltet doch gar kein pinkes Gardas mit grünen Sternchen fangen? Was? Nein. Was sollten wir damit wollen? Dieses Pokémon ist viel mächtiger. Wir haben es erschaffen, aber wegen so einer blöden Trainerin ist es uns entkommen. Doch nun wird es wieder uns gehören. Nicht, wenn ich euch daran hindere. Sieht aus, als wärst du in der Unterzahl. Die Verstärkung ist bereits gekommen. Was? Nein, ich gehöre nicht zu ihrem Team. Ah, jetzt kann ich wieder normal sein, super. Was? Ein Verräter aus... Oh, cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh, kriegt die Krise. Oh nein, das Pokémon fängt an, unsere Umgebung zu löschen.
Bald ist es nur noch Datenmüll. Was haben wir nur getan? Was um aller Welt könnte so ein Pokémon aufhalten? Ich weiß nicht, was ist so mächtig, um es zu... Das müsste schon ein Gott sein, um gegen das Buchstaben-Pokémon anzukommen. Ein Gott, ich habe da vielleicht eine Idee. Alter, Freunde, ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll, außer dass es eher cool ist. Also das irritiert mich gerade ein wenig, dass es jemand macht und so. Aber wie soll ich jetzt... Ich muss ja jetzt zurück zu Arceus laufen oder wie? Das ist ja blöd. So, ich benutze mal einen Topschutz. Ich weiß nicht, wenn sie alle sind, ist alle, dann ist gut aufhören. Wo geht's hier hin? Schocket Heinis. Wir haben dieses Pokémon immer noch nicht gefunden. Oh. Moment, du trägst ja gar keine Uniform. Bleib sofort stehen. Ups. Hoppala. Ach du Scheiße. 6 Pokémon. Boah, nein. Da habe ich gar keinen Bock drauf gerade. Oh, Aurorstrahl down. Haha. Ist keine Chance, Mann. Dö, dö, dö. Noch ein Rot-Zombie, mega geil. Ich brauch bloß Georock. Oh yeah, mit ein bisschen Intensität dürfte ich die eigentlich alle down kriegen. Ja, ja, mach Stauner hier, ist mir egal. Was? Kritisch down. Noch ein Rotor, meine Fresse. Das Rasenmäher Rotor finde ich übrigens geil. Ja, Stauner. Oh, zurückgeschreckt. Oh, das ist schlecht. Dö, 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 Kacksdown. Ha, cool. Neues Wort davon. Meine Fresse, nur Rotoms, ey. Der Grillofen Rotom. Oh, Hitzekoller. Spezialverteidigung von Georock steigt. Ha, wie episch. Hier haben sie es andersrum gemacht. Nicht der Spezialangriff sinkt, sondern Spezialverteidigung steigt. Ha, cool. Spezialverteidigung, na gut. Das war schon mal... Oh, nicht bitte Wasserattacken, das wäre jetzt ganz kacke. Nein, ich habe mich Verwirrung selbst verletzt. Nein, verfickte Scheiße, das war jetzt nicht geplant. Du blödes Mistvieh. Gefickt, Alter, Donnerblitz, come on. Oh, nicht sehr effektiv, scheiße. Das war wirklich nicht so gut. Aber der Aurastrahl hält es auf. Noch ein Rotor, meine Fresse. Ich werde mal mein neues Lurak einsetzen. Habe ich Lust drauf. Dödö. Wie geil das aussieht einfach. So, das bringt nix Glut. Oh. Na gut, ich hätte schon Feuerzahn machen können. Oh, down. Dum, dum. So, du bist down, Mann. Verräter, das wirst du bitter bereuen. Wir finden dich bei unserem Verstand. Halt, ich meine, der Vorstand. Ich habe mich nur versprochen. Ja, aber lass mich hier durch. Manno. Gut, hier komme ich offensichtlich nicht weiter. Und die komischen Lecks irritieren mich gerade sehr. Ich will, dass die weggehen, das ist doof. Oh Mann, oh Mann. So, einmal hier durch. Ah, wir können wieder rennen, oh, ist das geil. Oh, ist das schön. Ich würde ja sagen, wir müssen jetzt zurück, um die Löschung aufzuhalten, und zwar in diesen Schneeberg-Scheiß rein da. Also ihr wisst schon, Frostbeulen. Weil genau da konnte man doch irgendwie mit den Göttern quatschen. War das nicht so? Wo geht's denn? Keine Ahnung. Ich lauf hier durch einfach. Also entschuldigt die komischen Grafikfehler, aber das gehört ja zum Spiel. Das ist jetzt nicht mal ausnahmsweise nicht mein PC. Das ist was Seltenes, aber es ist nicht mein PC. So, hier weg. Kusch. Oh, mein Schutz wirkt nicht mehr. Mist. Beutel, danke. Und, na komm, der reicht. Ich will doch bloß zum Ausgang, oh ja. So, zack. Ne, ich gehe hier nicht. Ich kann durch, obwohl ich eigentlich ja gar nicht mehr... Naja, ihr wisst schon, einmal heilen sollte, denke ich, machbar sein. Oh mein Gott, schnell, ich muss unbedingt zu Rayquaza, weil das geht mir auf den Keks, echt. So fange ich nicht den nächsten Part an, Freunde, das könnt ihr wissen. Fliegen! Los, Taubos! Jetzt kannst du uns wahrscheinlich endlich mal fliegen, weil du ja nicht groß genug bist. Auf zur Frostbeulensiedlung. Und pff. So. Irgendwo hier war doch... Mann, Schutz wirkt nicht mehr, ist mir doch egal. Irgendwo hier gab's doch... Irgendwo hier war das doch. Hier war doch immer eine Höhle. Und in dieser Höhle, da musste ich halt die Götter anquatschen. Das war doch...
Ich hoffe echt, ich mache jetzt hier nichts irgendwas Fail-mäßiges und nach dem Motto, Rayquaza wäre doch in der Höhle gewesen und ich wusste das nicht. Quatsch, Rayquaza, wie komme ich gerade darauf? Ich meine natürlich Dingsensgedöns hier. Na, ihr wisst schon. Arceus, oder? Ich weiß ja nicht, wie man das ausspricht unbedingt. Ta la la. So, hier, genau, hier war das. Hey, Typis! Ich brauche eure Hilfe! Mein Gott, wie episch dieser Part einfach mal wieder ist. Aber ich finde cool, wie er das programmiert hat. Ich wüsste nicht, wie man sowas macht. Mann, wo sind denn die Viecher? Waren die nicht hier unten irgendwo? Hallo! Ja, da oben war nicht mehr gut. Über die Brücke. Schnell, lauf! Hey, Mann. Hey, Arceus. Da ist so ein Bug oder Glitch oder Virus oder sowas. So sonst was Vieh, das uns alle löschen wird. Kümmer dich da mal drum. Ich bin Gott, ich kann nicht gelöscht werden. Aber dieses Pokémon wird die gesamte Welt vernichten. Wenn ihr so ein Pokémon erschafft, müsst ihr auch die Folgen ausbaden. Dann werde ich dich eben fangen. Dadurch musst du meinen Befehlen gehorchen. Ja, versuch das mal. Haha. Hey, mit dem Beißer geht das ganz einfach. Nicht in diesem Spiel, es ist nicht von Game Freak oder Nintendo. Hier kann man Gott nicht so einfach versklaven. Pass auf, ich kenne deine Schwachstelle. Ich werde mit einem Carpador wiederkommen. Oh. Das bedeutet, ich muss mir ein Carpador fangen. Und das heißt, ich muss mir jetzt die ganze Zeit diesen scheiß Bug hier antun? Das ist ja voll ätzend. Wenn es wenigstens nicht so oft wäre. Aber wie finde ich jetzt ein Carpador? Verdammt nochmal. Haha, scheiße. Verfickt und zugenäht. Also ich glaube, von der Pokémon-Liga bin ich doch noch ein Stückchen weit entfernt. Man lässt uns da nicht so einfach hin. Gut, von mir aus. Denn soll er seine Medizin, die er uns gemacht hat, auch kosten. Ich werde mir einen Carpador fangen. Ich weiß bloß noch nicht wie. Wo gibt's denn hier Carpador in diesem Spiel? Vielleicht soll ich Siegfried fragen. Oder ich muss dieses blaue Genie finden. Der hat ja immer einen Carpador dabei. Wo finde ich jetzt einen Carpador? Ich überlege gerade, ob ich da irgendeinen Hinweis zu habe, den ich jetzt wieder vergessen habe. Boah, das Legge-Legge geht mir auf den Sack. Scheiße. Also, Freunde, ich habe so die Befürchtung, ich muss an dieser Stelle mal den Part beenden und ein bisschen offscreen recherchieren. Das muss ich euch jetzt nicht antun, wie ich wieder mal suche, wie ich den Carpador finde. Ich habe keinen Bock drauf. Also würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Part. Macht's gut, haut da rein und tschüssikowski.